Servus, mein Lieben, und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal um die Küche und wie ihr sehen könnt, hat es die mehr als bitter nötig. Also es schaut einfach nur aus. Aber ich habe mich heute mal rangemacht und die Küche aufgeräumt. Doch als erstes irgendwie, ja, hat mich die Wäsche genervt, denn ich wollte unbedingt noch die Pullis von mir waschen und drum habe ich die noch schnell alle eingesammelt und alles, was ich eben sonst noch in diese Ladungsmaschine mit reintun konnte. Und habe dann einmal alles komplett gründlich durchgewaschen. Und dann habe ich auch schon angefangen, in der Küche aufzuräumen. Ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich mir vorgenommen habe, von links nach rechts, also nicht kreuz und quer. Am Anfang, wo ich aufgeräumt habe, generell, habe ich irgendwie alles so kreuz und quer gemacht. Und mittlerweile versuche ich das wirklich mit so einem System zu machen, auch wenn mich viele andere Sachen dann ein bisschen nerven. Zum Beispiel die Spülmaschine war fertig und die hätte ich einfach auch schon ausräumen können. Aber ich habe gesagt, nein, ich mache wirklich nach System alles. Und darum habe ich eben da links angefangen. Und ja, wir haben tatsächlich noch einige Kartons, zum Beispiel auch für die Küche, die ich noch auspacken muss, aber die sind noch in der Garage und ich komme momentan nicht dazu. Da ist nämlich dann auch mein Espresso-Maker drin, weil diese, also ich weiß nicht, Kaffeemaschine kann man das nicht nennen, Kaffeemaschinchen irgendwie auch nicht. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt vorerst mal die. Die ist von meiner Mutter nämlich, um mir zumindest mal einen Kaffee machen zu können. Aber man schmeckt es einfach. Es ist nicht so lecker wie eben mit dem Espresso-Maker. Und darum hoffe ich, dass ich den bald finden werde, dass ich mir endlich wieder einen schönen Kaffee machen kann. Und ja, dann habe ich hier noch versucht, alles so ein bisschen wegzuräumen. Wir haben in letzter Zeit tatsächlich sehr viele Pommes gemacht. Und dafür ist der Airfryer wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Denn die werden schön kross, die Pommes, aber halt eben nicht so fettig, wie man es jetzt in einer Fritteuse machen würde. Und es geht doch wesentlich angenehmer, finde ich, als im Backofen. Und darum bin ich sehr froh, dass sie diesen Airfryer haben. Ich habe tatsächlich aber auch im Internet, also so YouTube und TikTok, na, habe ich ganz, ganz viele Videos gesehen, was man eben noch so in dem Airfryer machen kann, abgesehen von Pommes. Ja, und da hat mich dann der Hunger gepackt. Ich habe bis dato noch nichts gefrühstückt und habe dann mir einen O-Saft zumindest schon mal gemacht, dass ich ein bisschen was im Magen habe, aber. Ja, wir haben jetzt seit 10:30 Uhr und ich habe es irgendwie immer noch nicht geschafft, irgendwas anderes zu essen, abgesehen von dem O-Saft, den ich da eben getrunken habe. Und dann habe ich mich jetzt hier an den größten Teil gemacht. Das war jetzt tatsächlich so das Geschirr. Ich habe erstmal die Spülmaschine komplett ausgeräumt. Da war sogar ein Teil schon ausgeräumt. Ich weiß bloß nicht, wer das gemacht hat. Auf jeden Fall habe ich unten nicht mehr so viel zu tun gehabt. Da waren dann nur noch die Teller drin und so ein bisschen Besteck und das geht tatsächlich sehr, sehr schnell. Und oben war auch nicht so viel Wirrwarr drin, sondern eher Gläser. Und ja, ich habe mich schon gewundert, wie viele Gläser wir einfach haben. Und dann habe ich angefangen, nach und nach eben alles reinzuräumen. Und inzwischen tue ich tatsächlich auch die Pfanne rein. Ich war so faul, dass ich die Pfanne reingetan habe, die man jetzt eigentlich nicht unbedingt reintun sollte. Man kann sie reintun, laut der Beschreibung eben, aber man sollte es vielleicht nicht unbedingt. Aber ich hatte ehrlich gesagt gar keinen Bock gehabt, die Hand abzuspülen. Also habe ich einfach alles, was ich reintun konnte, reingetan. Ich habe dann auch hier diese Pizzableche von meinem Mann. Die sind, glaube ich, von der Firma Bosch. Ist jetzt keine Schleichwerbung, aber die sind wirklich sehr, sehr gut. Hätte ich nicht erwartet. Und die habe ich dann auch einmal in die Spülmaschine reingetan, weil ich keinen Bock hatte, die abzuspülen. Bis auf eins, das musste ich abspülen, weil es leider nicht mehr in die Spülmaschine gepasst hat. Aber naja, ich wollte euch auch noch ganz kurz etwas sagen. Und zwar ist es einfach so, ich erhole mich immer noch von der Lungenentzündung. Es ist noch nicht ganz abgeheilt. Ich merke es jetzt immer noch beim Einatmen. Auch jetzt hat, dass ich einfach sehr starke Schmerzen habe. Ich bin dann auch noch mal beim Arzt gewesen. War dann auch nochmal beim Lungenfacharzt und das Problem ist halt einfach, dass man durch die Schwangerschaft eben keine Röntgenbilder machen kann. Man kann nicht das eben machen, was man machen könnte, wenn ich jetzt nicht schwanger wäre. Und da geht einfach das Wohl von dem Baby vor, solange jetzt das bei mir nicht allzu schlimm werden würde. Drücken wir es mal so aus. Es wird ja auf jeden Fall besser und da freue ich mich auch drauf, dass es besser wird, aber es ist halt ein sehr, sehr langer Weg und der Körper braucht einfach eine Zeit, denke ich jetzt mal noch, um zu heilen, um das Ganze einfach zu verarbeiten. Und ja, es ist, also die Nächte sind natürlich nicht so schön, weil ich kann auf der linken Seite nicht schlafen, weil dann habe ich auch wieder Schmerzen und
Ja, ich hoffe natürlich, dass ich jetzt dann auch bald mit dem Wohnzimmer, ich mache jetzt erstmal die Küche eben komplett, die wollte ich einmal schön sauber machen. Und je nachdem, wenn es meine Energie heute noch zulässt, das ist ja auch das nächste Problem. Ich bin einfach sehr schlapp aktuell, nicht nur durch die Lungenentzündung. Natürlich ist es auch mit der Schwangerschaft, dass ich da nicht mehr so viel machen kann. Ich bin nicht mehr so fit, ich habe nicht mehr so die Kraft, die ich eben vorher hatte. Und da muss ich immer schauen, dass ich mir die Kraft einfach gut einteile. Also ihr seht es dann auch da im Video, dass ich mich zwischendurch immer wieder mal hinsetze, weil mir einfach schwindlig wird. Aber ich möchte natürlich trotzdem den Haushalt machen, ne? Ich kann nicht alles liegen lassen und ich kann auch nicht alles meinen Mann machen lassen. Der ist ja den ganzen Tag unterwegs in der Arbeit. Das sieht man es, da habe ich mich jetzt gerade eben hingesetzt und rolle auch mit dem Stuhl durch die Gegend. Der ist so praktisch, also ich liebe den Stuhl. Ich habe den tatsächlich damals auch bei der Schwangerschaft mit dem Viktor gehabt und ich habe das geliebt, weil ich konnte trotzdem noch kochen. Aber ich musste nicht die ganze Zeit stehen und ich war trotzdem noch relativ flexibel, weil mit dem Stuhl kann ich einfach hin und her rollen und das ist sehr, sehr praktisch gewesen. Und ja, natürlich versuche ich auch zwischendurch immer wieder mal aufzustehen, aber wenn ich halt merke, dass mir schwindlig wird oder dass mein Kreislauf versagt, dann setze ich mich eben hin und dann geht's auch wieder und dann kann ich auch während dem Sitzen was machen, weil irgendwie muss das ja alles gemacht werden, ne? Und mein Mann ist ja, wie gesagt, den ganzen Tag unterwegs auf Arbeit und wenn er dann heimkommt, dann kann ich es auch verstehen, dass er da nicht mehr den Nerv hat, um irgendwas zu machen. Wobei er schon sehr, sehr viel auch mithilft. Wir haben ja die Arbeit aufgeteilt und jeder macht so seinen Teil eben. Und von dem her bin ich da echt sehr zufrieden und kann da auch überhaupt nicht meckern. Das Einzige, was mich halt nervt, ist, wenn es ausschaut, aber das kann ich ja jetzt nicht, also ich kann jetzt nicht meinem Mann die Schuld geben komplett, dass es hier ausschaut, sondern natürlich auch mir gebe ich die Schuld. Aber ich denke mir halt jetzt einfach, dann schaut es halt ein bisschen aus, aber meine Gesundheit geht jetzt einfach vor und auch die Gesundheit vom Baby geht vor. Und dann finde ich das jetzt halt nicht so schlimm, wenn es einfach mal ein paar Tage hintereinander ausschaut. Sagen wir es mal so. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich habe dann hier auch das Waschbecken einmal schön sauber gemacht und auch den Wasserhahn. Da waren ganz, ganz viele Flecken drauf. Das hat mich tatsächlich sehr gestört irgendwie. Aber so im Alltag kam ich nicht dazu, das einfach sauber zu machen. Was mich ja auch noch sehr, sehr stört, ist einfach, dass so viel rumliegt. Jetzt generell, ich habe die Küche ja dann komplett aufgeräumt und war auch irgendwie schon, ja, ich war eigentlich sehr zufrieden damit und es hat eigentlich gepasst, aber dann sieht man doch irgendwie rechts neben dem Waschbecken eben, beziehungsweise was ihr jetzt vorhin da gesehen habt, diese ganzen Fläschchen, die habe ich noch vom Kleinen übrig und da muss ich auch mal aussortieren und die auch auskochen und einmal gründlich, gründlich wirklich im sauber machen, was ich da dann noch weiterverwenden kann und was eben nicht. Und ja, das stört mich tatsächlich gewaltig und da muss es auf jeden Fall noch eine Lösung, müssen wir auf jeden Fall noch eine Lösung finden, eben, dass da nicht mehr alles rumsteht. Wir sind auch am Überlegen in die Ecke, also da, wo eben der Cookit steht, da darüber, dass wir da noch irgendwie ein Regal anbringen. Aber das dauert einfach und ich mache mir da auch keinen Stress, sondern entweder es klappt dieses Jahr noch oder es klappt dieses Jahr eben nicht mehr. Und wenn es dieses Jahr einfach nicht mehr klappt, dann klappt es nächstes Jahr. Ja, von dem her versuche ich da das Ganze ein bisschen entspannter anzugehen und ich habe dann hier auch dieses eine Brett mal wieder schön sauber gemacht, weil das war so dreckig und da waren so viele Flecken einfach drauf. Das ist ja das Brett von meiner Oma und da hat sie früher vorwiegend nur die Plätzchen gemacht und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das Brett eben hatte und dann konnte ich da die ganzen Plätzchen immer ausstechen und ich habe das einfach so dermaßen geliebt und ich freue mich auch schon so sehr auf die Weihnachtszeit jetzt hat, wenn wir dann Plätzchen backen können und wir eben diesen Tisch jetzt hat haben. Das ist nämlich auch neu, das wollte ich euch jetzt auch sagen. Wir haben jetzt endlich diesen Tisch, der stand vorher nämlich unterm Carport und dann haben wir den abgeschliffen und eingeölt, beziehungsweise das hat mein Mann und meine Mutter gemacht. Und ich habe dann diese Folie darüber bestellt und diese Folie ist einfach so teuer gewesen, das hätte ich nicht gedacht, die hat einfach, ich glaube, 60 oder 70 € hat diese Folie gekostet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich möchte diese Folie eben unbedingt drauf haben, weil ich möchte, dass man den Tisch noch sieht, dass man die Struktur von dem Tisch noch sieht. Das war mir sehr wichtig. Aber er soll trotzdem geschützt sein, ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel dieses OSA-Pflaster da drauf tue und es da drauf steht und dann geht doch mal irgendwas daneben, dann ist es in dem Holz einfach drin und dann kriegt man das so schwer raus und dann schaut es einfach furchtbar aus. Und darum habe ich gesagt, ich investiere in diese Folie einfach. Und jetzt habe ich halt noch so Tischuntersetzer bestellt. Also einmal für die Teller und dann auch für die Gläser. Und das kommt morgen an und dann können wir morgen endlich an unserem Tisch essen. Und ich freue mich einfach so, weil wir finden alle diesen Tisch so wunderbar. Der passt da so gut rein. Auch die Stühle passen hervorragend dazu.
Und ja, ich bin halt einfach auch ein Fan davon, wenn man eben etwas da hat, was noch einen Nutzen hat, was schön aussieht, was man gebrauchen kann, dann kann man dem einfach dort ein bisschen neues Leben eben einhauchen. Das haben wir gemacht, dadurch, dass wir ihn ja abgeschliffen haben und dann eingeölt haben. Und jetzt haben wir einen Tisch und der ist so schön, weil der ist selber gebaut worden und auch einen Vollholztisch. Also ich bin sehr, sehr begeistert und sehr zufrieden damit und freue mich schon, wenn wir ihn morgen dann komplett einweihen können. Ja, und mehr gibt es dann auch nicht zu sagen. Wir sind dann fertig mit der Küche und so sieht jetzt das Endergebnis aus. Ich bin schon sehr zufrieden damit, aber der kleine Kleinschliff, der fehlt noch mit den ganzen Sachen. Ich hoffe, euch das Video hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Kostenlos Abo könnt ihr auch immer gerne hinterlassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.